Diese Arbeit ist eine Collage im Extremformat. Extremformat deshalb, weil die Höhe von 40 cm in sehr starkem Kontrast zu der 1,20 Meter Breite des Bildes steht. Es ist eine Collage aus China-Papieren. China-Papiere sind ganz, ganz feine, sehr durchlässige Papiere, die ich selber einfärbe, nach dem Einfärben trockne und dann wieder zerreiße und mir die Stellen, die mir besonders gut gefallen, suche und wieder neu auf den Bildträger Schicht für Schicht aufklebe. Hier dominiert die große blaue Fläche, die von einem weißen Farbraum oder einem, so, ja, wie eine Art Leerraum gefasst wird, also hier und hier. Bei dieser Weißfläche ist es mir sehr wichtig, dass die Helligkeit nicht tot ist. Es ist kein glattes Weiß, sondern es ist eine sehr belebte, helle Fläche. Es ist sehr lebendig. Schaut man genau hin, sieht man, dass im Weiß ganz viel passiert und dass auch dahinter ganz viel liegt. Das heißt, das Weiß trägt hier auch entscheidend dazu bei, dem Bild eine räumliche Tiefe zu verleihen. Bei den Blautönen in der Mitte habe ich mit Pigmenten gearbeitet und diese Pigmente haben die Eigenschaft, dass sie dick sind wie Mehl und nicht wenn ich die Papiere einfärbe, dann suppen die nicht durch. Das heißt, die stehen auf dem Papier auf, was dann wiederum zur Folge hat, wenn ich die aufklebe, dass auch die Papiere wieder, Pigmente wieder vorstehen. Das macht das Ganze dann einfach sehr interessant und unterstützt nochmal den 3D-Effekt, den ich ja durch diese verschiedenartige Schichtung der Papiere sowieso erziele. Auf diese große blaue Papierfläche am rechten Bildrand wird sich Ihr Blick als erstes richten, wenn Sie die Collage zum ersten Mal betrachten. Denn hier ist der Schwerpunkt des Bildes. Und damit Sie jetzt die Chance haben, diese ganze extrem lange Collage in Gänze wahrzunehmen, habe ich hier blaue Gegenspieler gesetzt. Und die geben Ihnen jetzt die Chance, dass Ihr Blick hier rüber wandern kann. Das heißt, dass dieses Ärmchen hier in den Blautönen tatsächlich diese Stelle, die schwere blaue Stelle im Bild, auffangen kann. Und aus dem Grunde habe ich das Bild im Gleichgewicht genannt. An der Stelle möchte ich es jetzt mit Erklärungen aber auch sein lassen. Es ist jetzt an Ihnen zu entscheiden, gefällt Ihnen die Collage, was sagt Ihnen das Bild, was interpretieren Sie herein. Von mir gibt es jetzt dazu nichts, denn das müssen wirklich Sie entscheiden. Auf meiner Internetseite www.katja-gramann.de gibt es noch ganz viele kleine Erklärvideos und ich lade Sie herzlich dazu ein, sich diese anzuschauen.